I am the Jochen und das ist der Frühsport für Donnerstag, den 16. Juni 2022. Schönen guten Morgen. Ist es bei euch auch so warm? Hier ist es unglaublich warm. Also über 30 Grad schon und jetzt am Wochenende sollen es 35, 36 Grad werden. Ich bin zum Glück übers Wochenende weg. Ich bin auf Fortbildungsreise und zwar nach Polen. Da habe ich tatsächlich eine Informatikfortbildung und bin optimistisch, dass ich von dort aus auch Frühsport machen kann. Wenn nicht, gibt es vielleicht wieder einen Frühsport on Tour, so wie neulich, als ich in Finnland war. Mal schauen, was sich daraus stricken lässt. Aber heute sind wir nochmal ganz normal hier in diesen Räumlichkeiten. Das wird dann morgen nicht mehr der Fall sein. Mal schauen, wo es mich dann morgen hin verschlägt und wo und wie und wann ich da dann wieder was aufnehmen kann. Werdet ihr mitkriegen. Sollte ich es nicht schaffen, keinen Schreck kriegen, alle, mir geht's dann soweit gut. Ich bin dann irgendwo unterwegs noch. Verschollen. Beachvolleyball-WM geht weiter, Tennisturniere gehen weiter, Schwimm-WM fängt dann an am Wochenende. Das sind so die Highlights. Aber wir gehen es mal der Reihe nach durch und ich bin, wie gesagt, nach wie vor guter Dinge, dass wir das hinbekommen zusammen. Apropos Beachvolleyball-WM, da steigen wir doch mal mit ein. Da gab es die erste K.O.-Runde am gestrigen Tage und bei den Herren sind alle deutschen Teams ausgeschieden. Das eine, das am Start war, nämlich Elas Wickler, die sind gleich im ersten K.O.-Spiel leider raus, das ist schade. Bei den Frauen hält sich so ein bisschen die Waage, Idlinger Schneider und Laboureur Schulz sind raus. Dafür aber Müller-Tillmann und Borger Sude eine Runde weiter, die stehen jetzt im Achtelfinale und da spielen sie dann direkt heute wieder. Live zu sehen auf Sportdeutschland TV, um 11 Uhr Borger Sude und um 12 Uhr Müller-Tillmann. Das also Vormittagsprogramm für alle, die Bock drauf haben. Zu dieser Zeit werde ich zum Beispiel aber schon durch Warschau wandeln und meine Fortbildung suchen, so ungefähr. Aber findet auf jeden Fall statt. Wir drücken die Daumen den beiden, die noch drin sind, dass es weitergeht ins Viertelfinale. Vielleicht ins Halbfinale, wer weiß. Vielleicht ist sogar was drin in Richtung Titelgewinn. Aber gut, Weltmeister muss da doch erstmal werden. Tennis. Andrea Petkovic ist raus in Berlin. Gegen Sasnovic gab es in zwei Sätzen das aus, hat sich aber ganz gut geschlagen dort. Vivian Heisen draußen im Doppel zusammen mit ihrer Partnerin Samantha Murray. Und im Herrendoppel Kramis auf Rasen, erfolgreich gegen Altmaier Otte, aber sauknappes Ding gewesen, im Match-Tiebreak 10-8 gewonnen. Und Pütznus weiter auch, und jetzt treffen die sich im Viertelfinale. Also Kravitz-Mies gegen Pütz-Wienus, das Duell im Viertelfinale, wartet auf uns heute beim Turnier in, stimmt ja gar nicht, ich erzähle was vom Pferd, das ist erst am Freitag, oder? Müssen wir genau gucken, wann spielen die denn? Haha, nicht, dass ich hier, Fake News verbreite. Also sie spielen gegeneinander. Pütz Venus spielt auf jeden Fall gegen Kravitz-Mies. Doch heute ist es anders, jetzt 16:30, 16, 17 Uhr sowas. Genau, und Hans van Stroff spielen ja auch noch mit aus deutscher Sicht im Doppel in Halle. Das Halle-Turnier gibt es dann natürlich traditionell auf Eurosport ab 14 Uhr. Ich weiß nicht, ob die nur Einzel zeigen auf Eurosport oder ob sie dann da auch zum Doppel rübergehen, weil also gerade Kramis gegen Pütznus ist natürlich schon Knaller, die besten deutschen Doppelspieler mit am Start. Im Einzel aber natürlich auch aus deutscher Sicht interessant. 13:30 Oskar Otte. Der ist wieder mit fröhlich am Mischen. Ist wieder fröhlich am Mitmischen. Trifft auf Basilashvili heute. Das ist schon das Achtelfinale. Und ja, der geht ab. Der junge Mann hier auf Rasen. Sehr, sehr gut. Weiter so. Und Lisicki spielt in Berlin ja auch noch mit Andreescu zusammen. Da sind sie auch im Viertelfinale angekommen und versuchen da auch einen Schritt weiter zu gehen. Das Berliner Turnier gibt es ab 11 auf Servus TV wieder. Eurosport 1 zeigt theoretisch ab 11 Halle, wird allerdings im linearen TV um 13 Uhr zum Radsport rüberschalten, zur Slowenien-Rundfahrt, zweite Etappe. Das ist jetzt keine besonders große Rundfahrt, die hatte ich jetzt hier auch nicht besonders auf dem Schirm. Ist insofern vielleicht interessant, weil der Toursieger Tadej Pogacar da am Start ist. Der ist Dritter geworden auf der ersten Etappe gestern, hinter seinem Landsmann Novak und dem führenden Rafał Majka von Pogacars eigener Mannschaft, Team Emirates. Ja, gut, findet statt und wird eben für 2 Stunden mal dann das Eurosport-Linear-Programm belegen in Eurosport 1. Aber Tennis gibt es dann mit Sicherheit weiter auf den Eurosport-Player-Kanälen, wer das gucken will. Oder halt eben ab 15 Uhr sind sie auch wieder dabei. 13 Uhr das Turnier aus dem Londoner Queen's Club, falls es noch jemand schauen möchte, auf Sky Sport Live. Und jetzt habe ich schon eh so ein kleines Crossover gemacht zum Radsport. Dann bleiben wir auch da, nämlich die Tour des Suisses. Das ist sicherlich die Suisse. Das habe ich auch schön gesagt. Die prestigeträchtigste Tour diese Woche. Es gibt noch die Belgien-Rundfahrt, das sind aber alles so kleinere Dinge. Auch die Slowenien-Rundfahrt ist eigentlich eher eine kleine Rundfahrt, aber natürlich Pogacar ist der große Name bei seinem Heimrennen. Roglic hat ja vorgelegt mit seinem Sieg bei der Dauphiné, eine
deutlich höher stehende Rundfahrten. Jetzt will er natürlich Pogacar zu Hause nachlegen und sich auch einfahren für die Tour de France. In 2,5 Wochen geht es ja dann los. So, wo war ich stehen geblieben? Tour de Suisse natürlich. Daryl Impey hat gewonnen, die gestrige 4. Etappe. Maximilian Schachmann, ich muss den Namen immer und immer wieder sagen, damit ich es einfach lerne, kommt zeitgleich ins Ziel in Pulk, also eine Massenankunft war es dort. Gesamtwertung hat sich jetzt Geraint Thomas vorbeigeschoben an Leknesund, den Dänen zurück auf die 4 geschoben. Den Norweger, Entschuldigung, hui, der muss aufpassen. Andreas Krohn aus Dänemark weiter 2. und in Führung weiterhin Stephen Williams. Aber die Tour de Suisse, die wird so richtig brutal dann am Freitag und am Samstag. Da gibt es zwei richtig harte Bergankünfte und da wird Klassement gefahren. Heute, also Donnerstag, ist es eher so, ja, okay, verpasst man nichts, weil man kann es ja eh nicht gucken. Das Leute nicht, nach wie vor nicht übertragen. Das ist immer so ein Ding, was ich nicht verstehe. Tour de Suisse zeigen sie nicht, aber die Slowenien-Rundfahrt und die Belgien-Rundfahrt. Ich glaube, Tour de Suisse läuft die auf dem Eurosport Play, aber das könnte man doch ins Hauptprogramm übernehmen, statt Slowenien-Tour. Meine Meinung. Ich weiß nicht genau, wie da die rechte Lage ist. Aber gut, wenn die Tour kommt, dann weiß ich es wieder. Das kann ich dann guten Gewissens sagen. So, dann habe ich nichts mehr. Doch, Golf. US Open, das nächste Major steht an. Und zwar heute ab 17 Uhr live auf Sky Sport im TV. Davor gibt es schon ein paar Livestreams auf sky.de und ich habe keine Ahnung, wer das gewinnt. John Rahm vielleicht, der will natürlich, aber wollen tun sie alle natürlich. Die Bryson DeChambeaus und Phil Mickelsons und Rory McIlroys und wie sie alle heißen, die da am Start sind. Keine Ahnung, wer das gewinnt. Lass mal uns überraschen, Matsuyama ist dabei, Sergio Garcia, Jordan Spieth, das sind alles jetzt Namen, die man schon mal vielleicht irgendwo gehört hat. Aber keine Ahnung, wer da fährt. Es ist Golf, da weiß man nie vorher genau, wer es gewinnen kann. Also natürlich gibt es immer eine Gruppe, wo man sagt, auf irgendeiner von denen wird es wahrscheinlich werden, aber so richtig mit Vorhersagen ist das immer etwas schwierig, finde ich. Aber der Abend bietet noch mehr. Ab 19 Uhr steigt der World Cup of Darts, der PDC, und zwar live aus Frankfurt, ne? Wenn ihr mich nicht alles täuscht. Das ist eine Teamweltmeisterschaft, die stattfindet. Ich würde sogar hingehen, glaube ich, wenn ich nicht in Polen wäre. Das ist natürlich auch blöd, ne? Da machen die mal wirklich ein großes Darts-Turnier hier um die Ecke und dann kann ich nicht hingehen, weil ich in Polen bin. Was willst du machen? Dafür spielen dann Montag Guns N' Roses in Polen, habe ich gesehen, in Warschau, wenn ich wieder hier bin. Naja, also Teams-Turnier, das heißt, es sind 2 Spieler pro Team dabei. Aus deutscher Sicht sind es Gabriel Clemens und Martin Schindler, die am Start sind. Und jetzt gibt es ein riesen Teilnehmerfeld dort. Das sind insgesamt 64 Teams, die da mitmachen. Und was, 64? Nein, das täusche ich mich doch. Nee, 32 sind es. Haha, ich schon so. What? Also es sind 64 Spieler und 32 Teams. So rum passt. So, und die spielen eine erste Runde. Die wird auf 2 der 4 Wettkampftage verteilt. Allein die erste Runde. Das heißt, heute gibt es 8 Duelle zwischen 16 Teams. Jetzt passt mir den Zahlen. Morgen dann am Freitag die anderen 16 Teams in 8 Duellen. Und dann haben wir das Teilnehmerfeld halbiert auf 16 Teams. Die spielen dann am Samstag Achtelfinale. Bleiben 8 übrig, logischerweise. Und am Sonntag spielen sie dann Viertelfinale, Halbfinale und Finale miteinander. Heute in der ersten Runde wird doppelt gespielt. Das heißt, die Spieler werfen abwechselnd. Best of 9 Legs wird gespielt. Und dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale werden dann einzeln gespielt gegeneinander. Mit Best of 7. Und wenn die unentschieden ausgehen, die Einzel, dann wird eine Best of 7 Doppelrunde gespielt. Das ist so ein bisschen die Besonderheit. Kommen wir im Laufe der Tage vielleicht nochmal darauf zurück. Deutschland startet gegen Spanien ins Turnier. Für Spanien treten an José Justicia und Tony Martinez. Ich will ehrlich sein, die kenne ich nicht. Das hat nichts zu heißen natürlich, aber eigentlich Gabriel Clemens und Martin Schindler sollten da doch eigentlich durchgehen, würde ich mal sagen. Wer sind denn hier die Top-Teams? Natürlich England ganz klar vorneweg mit Michael Smith und James Wade. Also die haben wirklich hier eine Mega-Crew aufgeboten. Wir haben Wales vorne mit Gervin Price und Johnny Clayton. Das sind die Big Names natürlich. Die Niederlande mit Danny Noppert und Dirk van Dijvenbode. Eigentlich wäre da Michael van Gerwen am Start gewesen. Der ist aber operiert worden jetzt gerade vor ein paar Tagen. Deswegen wird er zum ersten Mal seit 10 Jahren, glaube ich, diesen World Cup of Darts verpassen. Und dann gibt es noch was Nettes aus Schottland. Peter Wright tritt dort an. Und letztes Jahr hat Schottland mit John Henderson das Ding gewonnen. Der wäre dieses Jahr nicht qualifiziert gewesen, weil die Besten der Weltrangliste. Das wäre dann außer Peter Wright, wäre das Gary Anderson gewesen. Anderson hat gesagt, ich verzichte auf die Teilnahme. Das haben auch die Nächsten gemacht, nämlich Alan Sutter, Andy Bolton und William Borland. Die haben alle gesagt, lass mal den Henderson wieder ran, der hat letztes Jahr gewonnen. Und jetzt spielt Henderson wieder mit Peter Wright hier. Ist eine nette Sache, finde ich. Ansonsten haben wir Belgien dabei mit Vandenberg und Holbrechts. Wir haben Nordirland mit Gurney und Brendan Dolan.
auch sicherlich eines der Top-Teams vorneweg. Simon Whitlock und Damon Hatter für Australien, auch eines der Top-Teams hier im Tableau, sagt man, glaube ich, so. Sagt man, glaube ich, nicht. Doch, sagt man vielleicht schon, ich weiß nicht. Ja, und weitere. Also Spieler, die man sonst noch so kennt, aber das sind so die größten, glaube ich, Namen im Geschäft. Wer Bock hat, 19 Uhr, fahrt hin. Frankfurt, wenn ihr in der Nähe seid, vielleicht gibt es noch Tickets. Weiß ich nicht, wahrscheinlich ausverkauft, oder? Das weiß ich. Aber guckt euch an, DAZN zeigt es live ab 19 Uhr. Und zum genaueren Programm, Deutschland ist geplant für 22 Uhr gegen Spanien. Also so ein bisschen als Rausschmeißerle dann. Niederlande gegen Brasilien macht dann den Deckel zu und los geht's um 19 Uhr mit Dänemark gegen Singapur. Also zwei große Datennationen hier gegeneinander. Wenn ihr Bock habt, schaut rein. Ach, die Lims treten an für Singapur. Guck mal, das sehe ich ja jetzt auch erst. Na, das ist doch auch hier, sind keine ganz Unbekannten, würde ich mal sagen. Paul Lim und Harith Lim. Paul Lim, wir erinnern uns alle an Paul Lim. Der erste 9-Darter bei einer Darts-WM. Kam von ihm vor vielen Jahren, vor über 30 Jahren. Ich schwoff ab, gehen wir wieder zurück zum sonstigen Sportgeschehen. Leichtathletik, Diamond League gibt es heute. Das nächste ist das sechste Meeting ist es schon in Oslo. 20 Uhr Sky Sport, wie immer bei der Diamond League. Wer das gucken möchte, Beachvolleyball habe ich schon gesagt. Und jetzt sind wir aber durch. Vor lauter Darts festgequatscht. Ich wollte eigentlich noch was erzählen zur Champions League Quali, denn da ist jetzt die ersten Quali-Runden jetzt ausgelost worden. Hab mich aber dafür entschieden, das machen wir nächste Woche, wenn dann auch wirklich die Champions League Quali beginnt. Das macht irgendwie mehr Sinn. Also die haben jetzt kräftig gelost gestern und heute. Die ersten Quali-Runden stehen soweit. Und am nächsten Dienstag beginnt der Spielbetrieb. Und da werde ich dann im Vorfeld noch mal ein bisschen was zur Quali machen. Kleines Special oder irgend sowas mal schauen. Das ist jetzt heute noch ein bisschen weit weg. Einverstanden? Ich denke schon. Was wollt ihr sonst machen? Haha, ich habe hier ja die Macht. Danke fürs Zugucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei wärt. Falls es mich hier wieder gibt auf dem Kanal morgen, dann irgendwo aus Polen kommend. Wir werden schauen, was draus wird. Habt einen schönen, was haben wir denn, Donnerstag? Die einen, die Feiertag haben, genießt bitte euren freien Tag, das wollte ich sagen. Oh, freier Tag. Das kommt in eine Richtung, die ich nicht gehen möchte. Also wer einen freien Tag hat, genießt ihn und wer arbeiten muss, denkt dran, noch 2 Tage an das Wochenende. Und ihr könnt ja ein bisschen Sport gucken am Abend. Dann Darts ist angeboten, Leichtathletik, ich hatte es ja gerade erwähnt, Golf, wenn ihr wollt und so weiter und so fort. Alles außer Fußball eigentlich. Habt einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Tschüss.